Hey Leute, herzlich willkommen zu Super Mario Bros. 3. Ich bin der Alex von The Free Jesser. Das dürfte man inzwischen eigentlich wissen. Und ich rappe mich jetzt mal hier auf dem... Übrigens, der Frosch kann nicht in den Sprint gelangen, ne? Muss dazu gesagt werden, der Frosch kann nicht sprinten, weil der nachts beim aufhört. Ich mache jetzt auf dem Weg zum Schloss und wow, das sieht bestimmt dämlich aus. Oh, it's terrible. The king has been transformed. Please find the magic wand so we can change it back. Well, there's a problem, Todd. What kind of problem? I'm changed as well. Please find the magic wand so we can change me back first, so I can find the magic wand to change the king back. Great idea. Fuck you. Get your ass to the ship and... Das sah kacke aus. Das war übrigens diesmal nicht Mario Stunt Double, denn das hat sich geweigert, diesen beschissenen Froschanzug anzuziehen. Gut, dass sich Mario nur 5 Knochen gebrochen hat beim Sprung. Alter Scheiße, wie der springt. Ungeeignetes Kostüm für dieses Level. Rap, rap, rap. Gut, dass ich es verloren habe. Schon besser. Toll, Mario, hättest du das nicht vorher überlegen können, hätte jetzt dann Double auch den Einsprung machen können. Dann hättest du jetzt nicht 4 gebrochene 10. Und ein Schädelbasisbruch. Ja, auf dieser komischen Schraube hier muss man springen und wenn man das nicht macht, dann fällt man runter, aber das ist in diesem Fall eh einerlei, denn du hast nicht genügend Zeit, um bis zum Ende durchzukommen. Hier kann man oben drüber springen. Dann kannst du den ganzen Scheiß da unten einfach mal ausweichen. Ja, da kommt der Boss und ist da hinten noch irgendwas? Nein. Okay, und der Boss ist Wendy. Wendy Cooper mit einem komischen Ring. Was auch immer das für ein Ring ist. Auf jeden Fall macht er mir Schaden. Das ist evil. Aber sie hat leider verloren. Komm, jetzt. Jetzt. Ah, geschafft, Mann. Das erste Mal in meinem Leben. Nicht in meinem Leben, aber in diesem Let's Play. Und wir lassen mal wieder in unserer Magie den... Ja, das ganze Ding, das ganze Schloss, schwimmende Schloss verschwinden. Oh, du siehst aus wie König Saragossa aus Indien. Oh, thanks heavens, I'm... Oh, thanks heavens, I'm back to my... Oh, nein. Oh, thanks heavens, I am back to my old self again. Thank you so much. Here's a letter from the princess. Greetings, the white block contains magic powers that will enable you to defeat your enemies. I have enclosed a jewel that helps protect you, Princess Dotstool. Yay, die Musikkiste, die alle Kinder zum Einschlafen bringt, weil sie so lame ist. Of course it's lame. And sucks. Hey, Todd, guess what? What? I'm changed as well. Wait, das ist die Giant World. Hier ist alles groß. Außer den Münzen und... Aber sonst ist alles groß. Wie die Liebe zu meinen Kindern. Es gibt keine Kinder. Toll. Ich führe Selbstgespräche. Ich sollte mal zum Psychologen gehen. Ach, die Flügel sind blöderweise zu klein, deswegen sieht das Ding behindert aus wie sonst was. Und wir können es tragen. Warum auch immer wir das können. Ja, genau, die Sachen, die Items sind auch ganz normal. Wait, I can fly. Warum auch immer das Ding noch klein war. Das sind Mysterien. Die werden nie gelöst werden. Eigentlich schade, dass sie niemals gelöst werden. Kann ich Sachen nach oben werfen? Nein, ne? Brauche ich auch nicht. Guck, ich kann nämlich das hier. Das war schwach. Nimm Anlauf, Mario. Und finde heraus, was hier nicht ist. Wait a second. There is something. There must... Wow, das war knapp. Das war kacke. Warte. Das war gar nicht so schlecht. Toll. Jetzt wird hier noch irgendwas sein müssen. Hier ist ja bestimmt noch irgendwas.
Danke, du Arsch. Lass mich jetzt wenigstens hier rein. Hier ist auch nichts. Was? Wohin muss ich? I'm confused. Dann hier. Cool. Oh, fuck. Du verarschst mich doch. Der verkackte... Ja, komm, der frisst glücklicherweise nur seine eigene Brut. Kotzt sie aus und frisst sie dann wieder. Was auch immer hier unten war, ich wollte es gar nicht wissen. Tut mir leid, sie gestört zu haben. Super, jetzt habe ich nur alles verloren. Alles verloren. Schau mal, wo ich hinspringe. Wow, 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 das war Talent. Ich revidiere meine Aussage. Das war alles außer Talent. Genauso wie das. Ja, komm, komm mal her. Komm mal her, du. Du kommst mal mit. Du machst mich groß. Ich kann alles. Ich bin toll. Guck mich an. Ich bin so voll. Reimen kann ich auch. Und in den Gegner laufen kann ich auch. Merkt ihr, ich habe auch auf auch. Ich habe auch auf auch gereimt. Das macht mich hyperintelligent. So, geh mal her. Ich will wissen, was da drin ist. Eine Münze. Wow. Jetzt fühle ich mich besser. Endlich kann ich sehen. Wow, das Level ist schon vorbei. Das war fast schade. In dieser Welt ist wieder alles normal. Und wir haben einen Pilz bekommen. Jetzt würde ich gerne zu Level 2 gehen. Hab aber zu große Angst vor diesem Gegner. Also mache ich mich groß. Und what the fuck are you fat? Fat Daddy. Pass auf, wenn der springt. Jetzt fette Erdbeben hier in Fukushima. Na komm. Wir müssen Schlag einstecken. Wey, eine Feder, Wolke. Mit dir können wir Level überspringen. Wie Level 2 und Level 3. Kommen noch Wasserlevel? Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich voll die Kopfschmerzen. Das ist ein Wasserlevel. Toll. Und ich wollte schon fast den Frosch nehmen. Gut, dass ich das nicht getan habe. Ich meine, dann wäre ich ja gut vorbereitet gewesen für dieses Level. Geh aus dem Weg. Super. Wie ich das mal wieder alles hinbekomme. Oh, ein Stern. Ein Stern. Jetzt nicht in den Gegner reinlaufen, du hast den Stern nicht bekommen. Cheap Cheeps. Fliegende Cheap Cheeps. The fuck. Lass mich hier rein. Schwerster Gegner in diesem Level. Die Röhre. Und nur ein Leben. Ja, heute war bei uns so richtig seltsames Wetter und deswegen habe ich auch leicht Kopfschmerzen. Weil es so ein Regen, Schnee und dann schien die Sonne und dann war alles grau und grau und bemitleidet mich endlich. Ihr werdet schließlich nicht bezahlt fürs Dummrumstehen. Ihr werdet noch nicht bezahlt fürs Nicht-Kommentare schreiben, also schreibt mal Kommentare. Wow, 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 Fettsack. Weißt du was, auf den habe ich überhaupt keinen Bock. Und weiche immer aus. Ah, ich hätte Skype ausschalten sollen. Tja, hätte Fahrradkette, habe ich aber nicht getan. Und deswegen gehen wir oben rein, was egal ist, ob ich jetzt links oder oben reingehe, weil ich sowieso hier lande. Vielleicht war es irgendwas Wichtiges. Vielleicht ist meine Tante gestorben. Oder meine Eltern sind gestorben. Das hätte ich ja vielleicht mitbekommen. Und warum sollten sie es mir bei Skype schreiben? Vielleicht schreiben meine Eltern mir bei Skype gerade. Oh, vielleicht schreiben sie wirklich irgendwas Wichtiges. Vielleicht schreiben sie, es gibt Essen, Alexander. Hm, ich könnte was essen. Ich habe Hunger. Ich könnte aber heute aufnehmen und warten, bis sie anrufen. Schließlich wissen sie ja, wo ich wohne. Ich lasse sie schließlich gütigerweise an derselben Stelle wohnen. Ja, komm, scheiß mal auf alles. Wir wollen das Leben nicht. Okay. Wartet eine Sekunde.
Ja, das war nur einer meiner Abonnentinnen, die wollte mir sagen, wie sehr sie mich liebt. Nicht. Bei niemand. Tja, ich werde immer von meinen Abonnentinnen verfolgt. Wie vor diesem Zeitfenster. Ich hätte vielleicht auf Pause im Spiel drücken sollen, als ich hier bei Skype bis zum Ende irgendwas nachguckte. Und hui, es ist ein Stern. Es ist ein Junge. Gut, das Video läuft weiter. So, jetzt könnte ich zum Beispiel das Schloss überspringen. Was würde mir das bringen? Ich nehme mal den Frosch mit. Rabbit, Rabbit, ich komme, um euch alle zu besiegen. Oh, Scheiße, das ist Feuer. Nicht das Feuer. Böses Feuer. Achso, das macht nur was, wenn ich mich umdrehe. Okay. Das ist also wie die Buhus. Oh, Kacke, was habe ich denn ein bisschen gemacht? Verdammt. Hier kann ich doch bestimmt irgendwo rein. Ja. Ja, das war jetzt nicht ganz intelligent. Aber das war mein Geld wert. Nein. Buhu. Nein. Swiper nicht klauen. Wer diesen Spruch kennt, bekommt nice. Oh, super. Super. Wo ist denn der andere Block? Und damit zum Scheiß Buhu im Rücken. Danke, Nintendo. Aber es hat doch geklappt, Alexander. Stimmt. Dieser Punkt geht an dich, Nintendo. Aber dieser Punkt hier ging an mich. Denn deine Gegner sind leider viel zu bobhaft. Oh Gott, da fällt mir ein, ja. Zu Hause. Oh nein, komm. Was haben wir denn hier so tolles? 20 Münzen, die waren doch bestimmt hier. Ach, das waren nur 10. Das war übrigens auch nur geraten. Ein Stern, der war bestimmt hier. Das wusste ich. Eine Blume, die... Warte, es riecht hier nach Blume. Oh, das war Pilz. Ja, tut mir leid, ich hab halt... Ich kann halt nur Pilze riechen. Nein, nein. Ach, Kacken. Dreck. Ich komme nicht mal an diesem Stein hier vorbei. Für das super Bonus-Game. 1. 2. Ich kann mir kaum was falsch machen. Was macht das so wie ich? Dann ist es falsch. Was haben wir denn hier in diesem Level so tolles? Ist es ein Unterwasser? Ist es nicht mein Unterwasser? Ey, komm. Komm, das war jetzt übertrieben. Lass mich runter, lass mich runter, lass mich runter, lass mich runter. Blub, blub, blub. Okay, Riesenunterwasserlevel, das heißt. Riesenfisch! Das könnte zum Problem werden, aber bisher verfolgt ein komischer Lucky Two, der einen Haufen Riesenscheiße reinwirft. Die uns fast am Kopf getroffen hätte, aber nee. Gut, dass Lucky Two nicht zielen kann. Oder unter Wasser die Masse seine Trägheit verliert und deswegen. Okay, ich höre auf, so zu reden. Sonst versteht ihr nicht, was ich sage. Ihr Idioten. Zumal das, was ich gerade eben wahrscheinlich gesagt habe, auch noch falsch ist, weil der mit der Physik 4 minus will euch was über physikalische Gesetze erklären. Also wenn es soweit kommt, ja, dann packt euren Waldorfschulabschluss und lauft, soweit ihr könnt. So, du bist hinfällig. Eine Powerfeder. Jetzt haben wir schon 2. Anwenden tue ich sie wahrscheinlich trotzdem nicht. Oh, ein Stern. Hihi. Hey, komm mal her. Best Friends. Oh, verdammt, der wollte mir... Hey, what about the hug? Das hat er sehr viel gebracht. Fairer Deal. Oh, es ist wieder so ein Giant Level. Giant Bullshit. Obwohl das... Ah, das Level, das erinnert mich an den Start aus Super Mario Bros. The Lost Levels. Da müsste hier irgendwo ein Leben drin sein.
Das ist es nicht, dann war, ja, ich habe mich vertan. Wenn man durch diese Tür geht, dann kann man fast sterben. Ich glaube, dann ist man wieder in der normalen Welt, wo alle Gegner klein sind. Das ist dann dasselbe Level, nur halt die Gegner klein sind. Guckt hier. Aber ich finde groß viel cooler. Dass man mit den Gegner viel leichter treffen kann. Ich habe noch nicht herausgefunden, ob das jetzt irgendwelche großen Nachteile hat. Der Stern ist... Oh, der Stern ist perdu. Oh nein, 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 nein. Flieg und Sieg. Ah, hier könnte man jetzt wieder durch die Tür gehen, ne? Für kleine Welt. Für guter Kopf, böser Kopf. Ha, nimm das. Es geschieht dir recht. Leg dich noch mit mir an und... Oh, verdammt. 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 Dermot. Dermot der Frog sieht euch im nächsten Part wieder.